Salut, da bin ich wieder und ich habe euch endlich das lang erwartete Outfit Diary fürs Büro mitgebracht in Kooperation mit Purelay. Ich habe hier auf meiner Stange all das aufgereiht, was ich an Outfits habe, beziehungsweise die Kleidungsstücke, die ich für meine Büro-Outfits verwendet habe. Ist nicht besonders viel. Ich habe auch nur 13 Wochen Praktikum und ich war nicht dazu bereit, sehr viel Geld jetzt in die Hand zu nehmen und zu sagen, ich statte mich vollkommen neu aus. Ich habe nur ein, zwei, drei Teile neu gekauft. Ich habe einen Spitzentop, einen Blazer, zwei Hosen, einen Rock. Dann habe ich eins, zwei, drei, vier Blusen und ein Kleid und natürlich den wunderbaren Schmuck von Piolet. Und damit wären wir auch schon bei meinem ersten Tipp, weil ich dachte mir, ich zeige euch nicht nur meine Outfits, sondern gebe euch noch auch ein bisschen Ratschläge mit. Und das ist guter, hochwertiger Schmuck. Nicht so viele Accessoires haben, sondern einfach nur ein paar, die hochwertig aussehen, die sich gut anfühlen, die sich gut kombinieren lassen. Und da hat mir, wie gesagt, netterweise Piolet ein paar Produkte zugeschickt, beziehungsweise ich durfte mir welche aussuchen. Und ich muss sagen, ich glaube, wir sind es mittlerweile alle ziemliche Verpackungsopfer. Wenn ein Produkt schon schön eingepackt bei mir ankommt, ist eigentlich schon die halbe Miete gezahlt. Und Pioli hat die Sachen einfach schön und sehr hochwertig und ansprechend mit einem Touch hellrosa verpackt. Einfach wunderbar. Ich habe mich super gefreut, als die beiden Päckchen bei mir angekommen sind. Und die Sachen sind einfach richtig schön. Ich habe mich für goldene Varianten entschieden. Ich habe mir eine Uhr ausgesucht. Wahrscheinlich erkennt ihr sie schon. Purely ist sehr präsent auf Instagram. Und auch ich habe die Marke da entdeckt durch diese Uhren, wie ich sie mir jetzt hier auch ausgesucht habe, mit dem wunderbaren Perlmutt. Ich habe mir jetzt hier eine dunklere Variante ausgesucht mit so ein bisschen Blau und Schwarz mit drin, das perfekt zu dem Gold passt. Und ich dachte mir, das ist auch relativ flexibel zum Kombinieren. Dazu habe ich mir noch ausgesucht eine Kette, die ich jetzt auch trage mit einer Weltkarte. Ich habe das Ganze so ein bisschen unter das Thema, Überthema Reisen gestellt. Deshalb auch der Bengel, der Armreif, den ich mir ausgesucht habe, mit dem Slogan Explore. Und dann noch ein zweites Armband, wo man so kleine Charms drauffädeln kann, wie man es gerne möchte. Ich habe mich entschieden, auch hier für die goldene Variante und einen Seestern und eine Muschel. Ich finde, das passt insgesamt alles so sehr, sehr gut zusammen. Es ist alles so ein ganz klein bisschen verspielt, aber ich dachte mir, auch wenn es fürs Büro ist, soll es ja immer noch ich bleiben und das sind genau die Sachen, die ich gerne mag. Ich blende euch hier unten mal den Code ein, über den ihr einen kleinen Rabatt bekommt, wenn ihr mit dem bei Purely bestellt. Vielleicht hat euch die eine oder andere Sache ja gut gefallen. Ich zeige euch gleich noch, wie ich alles kombiniert habe, so als kleine Inspiration. Und damit geht es auch schon weiter mit meinem zweiten Tipp. Ich kann natürlich keine allgemeingültige Aussage dazu treffen, wie ihr euch für euren Beruf, euer Praktikum, eure Ausbildung zur Arbeit anziehen sollt. Es ist einfach super abhängig von den Umständen, unter denen ihr arbeitet. Wenn ihr eine Lehre als Bäcker macht, müsst ihr euch sicherlich nicht so anziehen, aber sonst ja auch nicht unbedingt Büro. Wie wenn ihr in der Rechtsanwaltskanzlei, beim Arzt, in der Behörde oder bei der Bank arbeitet. Das sind natürlich unterschiedliche Stufen. Ich kann euch nur als allgemeinen Tipp an die Hand geben, schaut euch einfach mal um, wie eure Kollegen rumlaufen. Sind die sehr schick angezogen? Haben die Frauen immer Zweiteiler an oder Röcke? Dann solltet ihr euch daran schon orientieren. Jeannys Office-Outfit sieht irgendwie immer gleich aus, aber sie musste auch was dazu sagen. Wenn ihr das ausgelotet habt, solltet ihr auf jeden Fall mal in euren eigenen Kleiderschrank schauen, je nachdem, wie lange euer Praktikum, Büro, Office-Job geht. Wahrscheinlich eher länger. Was ihr da habt, was ihr verwenden könnt, was euch eventuell noch fehlt, weil der Vorteil an den Sachen, die ihr schon im Kleiderschrank habt, ist erstens, dass ihr euch nicht verkleidet fühlt, weil es sind ja Sachen, die ihr schon habt, und zweitens, dass sie euch meistens auch sehr, sehr gut passen von der Passform her. Das wäre nämlich mein mittlerweile vierter Tipp. Achtet, wenn ihr neue Sachen kauft, auf eine gute Passform, weil es gibt nichts Lästigeres, als wenn man vor allem im Büro ständig da sitzt und seinen Rock hochzieht, runterschiebt, hochziehen wäre ein bisschen merkwürdig, die Hose zu eng ist oder der Blazer nicht gut sitzt. Und jetzt seid ihr wahrscheinlich alle gelangweilt und sagt, wir wollen jetzt endlich deine Outfits sehen. Ja, kommt. Die ersten zwei Outfits sind tatsächlich zwei Jeans-Looks. Ich sitze zwar in der Rechtsabteilung, aber in so einem anderen Bürotrakt, wo die ganzen Leute für die Öffentlichkeitsarbeit zum Beispiel auch sitzen, die laufen etwas legerer rum. Deswegen habe ich mir dann
nicht in der ersten Woche, aber in der zweiten Woche dann doch mal erlaubt, zu Jeans zu greifen. Das hat sich niemand beschwert, von daher war das okay. Kombiniert habe ich meine blaue Levi's Jeans. Die kennt ihr, glaube ich, schon aus einem Haul. Das ist wirklich ein ganz dunkles Blau. Sie ist sehr skinny geschnitten. Sieht natürlich dadurch, dass die Farbe dunkel ist, schon etwas schicker aus. Also nicht ganz so wie eine helle Jeans zum Beispiel. Das macht das Ganze schon etwas eleganter. Dazu habe ich kombiniert eine Bluse. Und zwar die hier, die kennt ihr auch schon aus meinem London Diary. Ist jetzt keine klassische Office-Bluse, aber in Kombination mit den Schuhen, die ich dazu getragen habe, finde ich, macht es einen ordentlichen, aufgeräumten, sortierten Eindruck. Es ist Praktikanten angemessen, würde ich sagen, für meine Situation. Und das Wichtigste, was ich euch hier mitgeben würde, noch als, sind wir jetzt mittlerweile beim 5. Tipp, ist, dass ihr die Sachen einfach bügelt. Es macht so einen großen Unterschied, ob eine Bluse total zerknittert ist oder eben ordentlich gebügelt, sag ich, wo mein Kleid total ungebügelt ist, aber wir sind jetzt nicht im Praktikum. Und dann macht wirklich auch das einfachste Stück wesentlich mehr her. Look Nummer 2 ist auch mit der Jeans. Ich wollte euch ein bisschen zeigen, dass man da auch spielen kann. Das heißt, ihr braucht nicht jeden Tag ein neues Outfit anziehen. Vielleicht lasst ihr einfach eine Pause zwischen den beiden Jeans-Looks und dann sieht das schon wieder ganz anders aus. Wie gesagt, wieder meine blaue Levi's-Jeans. Und dazu, das kennt ihr auch schon, wie gesagt, ich habe sehr wiederverwertet Sachen, die sowieso schon in meinem Kleiderschrank waren. Diese gestreifte Bluse mit Spitze. Ich finde, dadurch, dass da schon Spitze dabei ist, sieht die einfach wesentlich eleganter aus. Auch hier habe ich wieder das gleiche Paar Schuhe dazu kombiniert und mir den passenden Schmuck von Purely dazu angelegt. Ihr seht also jetzt schon, der Schmuck ist wirklich universell verwendbar. Look Nummer 3 wird es ein bisschen schicker. Hier habe ich ein Teil kombiniert, was neu ist und worüber ich auch sehr froh bin, dass ich es mir besorgt habe. Das ist eine, ich glaube, es heißt Paperback-Hose, die ihr auch schon in meinem London Outfit Diary gesehen habt. Das heißt, die hat einen hohen Bund, der gebunden wird, ist so ein bisschen weiter oben und wird dann unten enger. Es ist, würde ich sagen, eine Abwandlung von so einer klassischen Anzughose, die ein bisschen jünger und dynamischer aussieht, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Das ist eine ganz günstige von H&M, die, glaube ich, 20 Euro oder so gekostet. Und ich finde, sie macht trotzdem was her, wenn man sie kombiniert. Zum Beispiel, wie ich es hier gemacht habe, mit einem Spitzenshirt. Auch hier wieder, Spitze sieht einfach eleganter und schicker aus, als wenn man so ein ganz normales Top trägt. Dazu habe ich dann noch kombiniert einen Blazer und dadurch ist der Look dann natürlich wirklich, würde ich jetzt sagen, bürotauglich, auch für diejenigen unter euch, die Blazerpflicht haben. Und auch hier sieht natürlich der Schmuck wieder wunderbar aus. Ich finde, die Uhr passt hier einfach perfekt dazu, weil eben auch dieser dunkle Ton im Ziffernblatt ist. Zu den Schuhen habe ich noch gar nichts gesagt. Da habe ich einfach nur zwei Paar Stiefletten, auch wenn es jetzt sehr heiß war. Ich habe ein paar schwarze Stiefletten und ein paar Samtstiefletten. Der zweite Look mit der Paperback-Hose, beziehungsweise der vierte Look insgesamt, ist auch wieder die schwarze Paperback-Hose, die ich etwas lässiger kombiniert habe. An dem Tag ging es mir nicht ganz so gut. Mit einem Streifenshirt mit einem Fuchs drauf. Das kennt ihr auch schon, haben mich ganz, ganz viele gefragt, woher ich das habe. Das ist aber mittlerweile, glaube ich, sogar schon anderthalb Jahre her, dass ich es gefunden habe, online bei Edited. Diese Variante mit Streifen und eingesteckt in die Paperback-Hose finde ich auch jetzt nicht wirklich super schick, aber doch geeignet, auch fürs Büro. Und es ist halt absolut meins. Streifen, ihr wisst das, Streifen sind einfach meins. Bei dem Look habe ich auch noch ein anderes Accessoire, das ich mehr oder weniger unfreiwillig trage, nämlich meine Brille. Wie gesagt, es war ein Tag, an dem es mir nicht ganz so gut ging und ich konnte mich nicht dazu überwinden, meine Kontaktlinsen reinzumachen. Wenn ich wirklich krank bin, dann macht das immer nicht so einen Spaß, aber ich finde, das rundet den Look ganz gut ab. Das zweite Stück, das ich mir auch wirklich neu zugelegt habe, ist ein Kleid,
weil zwischendurch war es dann ja doch mal ein bisschen kälter und ich dachte mir so, oh, ein Kleid ist was, was man einfach schnell überwerfen kann. Man muss nicht viel überlegen, was ziehe ich oben an, was ziehe ich unten an. Sieht meistens eleganter aus, als wenn man nur eine Hose anhat. Und ja, es hat mich einfach angesprungen, auch bei H&M. Wie gesagt, ich wollte nicht so viel Geld ausgeben für meine neue Klamotte jetzt. Aber ich finde, das sieht man dem Kleid nicht an. Ich mag das Muster. Ja, es ist ein bisschen spezieller. Es ist so ein Leo-Muster. Aber ich mag die Länge sehr gerne, die absolut bürotauglich ist, weil es weit übers Knie reicht. Für meine Figur vielleicht ein bisschen zu lang, aber das hat mich in dem Moment nicht gestört. Dazu habe ich kombiniert meine schwarzen Boots, wie gesagt. Und hier seht ihr die Tasche, die ich noch habe. Und auch an dieser Stelle finde ich, der Look ohne den Schmuck ist nur halb so schön wie mit dem Schmuck. Es passt einfach perfekt auch hier dazu die Gold-Variante mit dem Kleid. Und das sechste und letzte Outfit, ich weiß, es ist ein bisschen mehr als eine Woche, eine Arbeitswoche hat ja eigentlich nur 5 Tage, aber ich dachte, das zeige ich euch auch auf jeden Fall noch, weil das eine zusätzliche Variante ist. Dann habe ich alles durch, für untenrum einmal Hose, einmal Kleid und dann habe ich noch einen Rock. Ein blauer Rock, den ich vor Ewigkeiten zum Anfang meiner Bloggerzeiten mit meiner Schwester bei And Other Stories gekauft habe. Auch hier ist der Schnitt vielleicht nicht ganz so vorteilhaft, aber irgendwie finde ich den ganz interessant. Dazu habe ich kombiniert, was auch anderes, eine Streifenbluse. Auch so ein Teil, wo man denkt, so schick ist das jetzt eigentlich nicht, ist das wirklich office-tauglich. Aber ich finde in der Kombination dann auch noch mit den Samtboots und dem goldenen Schmuck, es ist durchaus was, was man im Büro anziehen kann. Ich hoffe, damit konnte ich euch ein bisschen Inspiration und Anregungen und Tipps an die Hand geben, wie ihr euch im Büro anziehen könnt. Das Wichtigste ist, dass ihr schaut, wie der Rest eurer Arbeitskollegen rumlauft und verliert euch selbst dabei nicht. Achtet auf die Passform und investiert vielleicht in einen bisschen besseren, hochwertigeren Schmuck. Ich blende euch nochmal hier unten ein den Code. Ich schreibe ihn euch auch in die Infobox. Ich schreibe euch natürlich auch alle Teile, die ich hier habe, soweit es geht, in die Infobox, zusätzlich zu den Schmuckstücken, falls euch eins besonders gut gefallen hat. Dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren verratet, welcher Look denn euer liebster Look ist und vielleicht auch, was so euer Klassiker fürs Büro ist, also fürs Büro-Outfit. Wir sehen uns bald wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.